Ja, und hallo zurück zur dritten Staffel hier bei der großen Taxifahrt in Let's Walkthrough GTA San Andreas. Und ja, ich mache jetzt gerade was, also genau, ich habe in der letzten Staffel gesagt, man sollte immer versuchen, auf den in den Stadtteilen, also entweder oben oder unten zu bleiben, wo man gerade ist. Und wenn man die Stadt, also die Stadtteile quasi Nord oder Süd wechseln muss, dann muss man schauen, wo man rüber geht, weil es gibt da schnellere Wege und kürzere Wege und längere Wege. Und ich habe jetzt einen längeren Weg genommen, aber was ihr auf gar keinen Fall machen dürft, ist auf irgendeine Autobahn fahren, weil da kommt ihr nicht mehr runter. Also es hat mich so genervt, diese Autobahn, ja. Die sind quasi nur von der Peripherie von Los Santos her, also quasi wenn man durch Los Santos durchfahren will, machen die Sinn. Aber wenn man sich hier beim Taxifahren innerhalb von Los Santos bewegt, sind diese Autobahnen wirklich nicht zu gebrauchen. Hey man, Caracha Taxi! Andale, I got my Nocha waiting for me! Was ist das für ein geiler Typ? Also, das Flughafen, habe ich das richtig gelesen, genau. Eben nicht, eben man sieht vielleicht immer schon mal wieder und denkt man, ah, das wäre doch eine Abkürzung und so, aber ja, lieber im Zweifelsfall lieber auf den Straßen bleiben. Genau. Ja, und eben, Entschuldigung, dass ich habe da einen Fahrgast noch mitgenommen in die, quasi in die letzte Staffel, nämlich die Nummer 31. Nummer 31 hätte eigentlich in diese Staffel gehören sollen, aber komm, egal. Dann hat diese Staffel halt nur 9 Fahrten. Ist ja wurscht. Und ich fahre jetzt wieder diesen Weg hier zum Flughafen. Genau. Eben hier kann man auch noch abkürzen. Eben eine Abkürzung ist für mich eben erstens, dass man quasi ja den Weg abkürzt im wortwörtlichen Sinne. Und hier ist noch eine Abkürzung. Und das andere ist, dass man da möglichst von Verkehr verschont bleibt. Weil, ja, ich meine, wenn man irgendwo rein streift oder reinfährt, ist ja das eine, aber wenn die einem dann nachher noch killen wollen, in einem reinrasen wie die Bedepperten, dann ist das nicht mehr so lustig. Der war wohl überarbeitet, hat gerade einen Kreislauf, einen Kollaps gehabt, aber egal, wir nehmen ihn jetzt mit, bringen ihn jetzt ins 24-Stunden-Hotel, da kann er sich ausruhen mit einer schönen, oh nein, jetzt bin ich eben gerade das, was ich gesagt habe, was man nicht tun soll, jetzt bin ich auf der Autobahn gelandet. Ja, eben, der gönnt sich jetzt eine nette Nacht mit einer hübschen Lady, in Los Santos wimmelt es ja von hübschen Ladies, und dann geht es ihm morgen auch schon wieder besser. Der hat wahrscheinlich Spätschicht gehabt, die ganze Nacht durchgearbeitet. Das wäre eigentlich auch noch was. Ich könnte mir jetzt eigentlich, du wirst langsam hungriger, ist mir scheißegal. Ich habe noch Muskeln, die ich auch noch abbauen kann. Ich könnte jetzt eigentlich mal zu jedem Fahrgast, den wir jetzt haben, mal ein bisschen was erzählen. So, was der vielleicht vorhin getan hat oder was er nachher tun wird. Also eben, der wird sich jetzt zubito ins Bett legen und schlafen und ich bin jetzt wieder absolut kacke gefahren. Eben genau das meine ich, dass man, was man nicht tun soll, nämlich eben auf diesen Überlandstraßen quasi fahren, wo man dann ewigst lang nicht mehr runterkommt und dann alles wieder zurückfahren muss. Aber egal, komm, wir haben 6 Minuten, also das können wir jetzt wirklich verkraften. Ja, und ich werde langsam hungrig und Denise wird auch langsam wieder hungrig. Da habe ich jenste Meldungen bekommen da, dass ich sie wieder mal treffen soll und so. Machen wir natürlich. Aber zuerst machen wir jetzt mal das mit dieser Taxi, diese Taxi-Challenge fertig. So, sind wir auch schon da. Das ist das Motel. Hier haben sich, hier unten haben sich immer die Bandenmitglieder im Bandenkrieg versteckt. Manchmal sagen die dann noch lustige Sprüche irgendwie, ja, so Trinkgeld und so, du kannst besser gebrauchen als ich. Ja, ich mit meinen 1,1 Millionen Dollar kann das Trinkgeld besser gebrauchen als irgendeine Bordsteinschwalbe.
Kann man sich drüber streiten. Okay, der will zum Flughafen. Was will er am Flughafen? Das sieht nicht so aus. Also sieht nicht so gut begütert aus. Ich denke mal, das ist irgendwie ein Typ, ist eine prominente Persönlichkeit, die jetzt quasi inkognito zum Flughafen möchte und geschützt vor Paparazzis, und dann wird die wahrscheinlich irgendwo hinfliegen. Ich würde jetzt mal sagen, auf Hawaii oder Bahamas oder vielleicht auch irgendwo hin, wo es natürlich ein bisschen kälter ist, wie zum Beispiel ja, vielleicht in die Schweiz oder Frankreich, Deutschland, Großbritannien, keine Ahnung. So, 35 Serienbonus, da kommt die Nummer 36. Ah, das ist ein Pilot. Ja, bei dem ist klar, was der vorhin getan hat. Der ist vorhin hier gelandet. Jetzt hat er... Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt hat er, ja, Hunger bekommen, Lust auf einen Donut und so. Und deshalb sollen wir ihn jetzt zur Donutbude fahren, dass er dort sich einen Donut reinziehen kann. Und dieses Mal fahren wir auch gleich richtig, nämlich hier rum, genau. Ah, Moment. Das können wir durchfahren. Das sind auch Abkürzungen. Und eben, ihr seht, ich habe jetzt den Nitro fast nicht mehr verwendet und ja, man nimmt halt schon weniger Schaden, aber das liegt, ah, da hinten wäre gerade eine Abkürzung gewesen, aber es ist ein bisschen riskant. Vor allem, hey, nur noch 15 Fahrten und dann habe ich diese Challenge in einem Stück geschafft. Leider nicht in einer Aufnahme, aber sind wir ganz ehrlich, ich habe ja sowieso von Anfang an gesagt, dass ich euch die Aufnahme nicht nacheinander zeigen möchte, sondern eben jeweils immer 10 Fahrten nach Missionen und so weiter. Und in dem Sinne ist es auch nicht weiter tragisch, dass es jetzt nicht eine Aufnahme ist. Also ich glaube, ich kann zufrieden sein mit dem. Und ja, und eben, ich habe auch was gelernt, eben das. Okay, jetzt ist es eigentlich die zweitletzte R3-Mission und ich muss ehrlich sagen, es ist mir bei den anderen R3-Missionen, ist es mir glaube ich nie. Doch, ist mir aber auch schon passiert, aber ich glaube nicht während einer Aufnahme. Oder vielleicht auch schon, aber komm, egal. Wahrscheinlich war es nicht so schlimm, weil sonst hätte ich das noch in Erinnerung. Aber in, ja, in Vice City ist das mir sehr, sehr häufig passiert. Und ja, komischerweise auch immer bei den Taxis. Also, ich weiß, glaube einmal war ich, glaube bei der 90. Fahrt in Vice City und habe dann aus Versehen, glaube abgebrochen. Oder war das Blob, das erinnert mich gleich. Und das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung an den Film Blob mit, also original aus den 50ern mit, glaube Steve McQueen. Und, dann gab es noch ein Remake in den 80ern. Ja, weiß ich, wo das ist. Auswendig muss ich nicht mal auf die Karte schauen. Gab es noch ein Remake, auch sehr cool. Also ich finde beide so, das Original wie auch das Remake sehr cool. Das Remake, weil es so richtig 80er Jahre halt, so von der Musik und vom Style her und auch vom Humor und ja, von der ganzen Machart her ist, hat es seinen Charme. Und 50er Jahre ist eh klar, schwarz-weiß Horrorfilm, auch mit den damaligen Spezialeffekten, mit, ich glaube, wir haben es noch mit Stop-Motion Technik aufgenommen, obwohl ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, den aus den 80er Jahren, den haben sie auch noch mit Stop-Motion gemacht. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Genau, ich bin hier falsch, kein Problem, ich kann hier abkürzen in dem Sinne. Ja, und eben, es ist wirklich cool, dass jetzt keine Banden mehr sind, die einem da rausziehen und dann, also das wäre natürlich auch noch schlimm gewesen, ja, wenn mich irgendeine Bande rausgezogen hätte. Was ich sehr froh bin, ist, dass ich eigentlich relativ wenig Schaden nehme im Moment und auch, dass ich so viel Zeit habe. Also das, oh, jetzt habe ich da jetzt einen Fahrgast gegeben, den habe ich gerade verpasst. Mal schnell schauen. Vielleicht ist da ja noch nie jemand wieder. Wo sieht sie gerade ziemlich ausgestorben aus?
Nö, ja doch, der. Oh ja, aber das habe ich gelesen, das ist glaube ich ein Bug. Das wäre glaube ich ganz schlimm, wenn das passieren würde. Es kann sein, dass es einem, das geht dann unter Glitch oder unter Bug, dass einem irgendwie der Hotdog-Verkäufer als Fahrgast angezeigt wird. Das Problem ist aber, dass dieser Hotdog-Verkäufer ja nicht einsteigen kann. Er kann nicht einfach seinen Stand verlassen, sonst würden die Leute noch verhungern. Das wäre ganz schlimm, wenn da ihre Hotdogs nicht bekommen. Und der sieht ganz geil aus, den hatte ich auch schon als Fahrgast. San Antonio Beach. Und jetzt habe ich nicht mal mehr weiter erzählt, da die Stories von den einzelnen Personen. Na egal. Auf jeden Fall, ja, kann man es dann gleich schon wieder vergessen, weil eben der Typ kann nicht einsteigen. Man kann nicht irgendwie sagen, ich will jetzt einen anderen. Ah doch, Moment, doch, das geht. Man kann hier einfach weiterfahren und dann zeigt es einem einen anderen an. Oh, okay, das wäre dem wohl doch nicht so schlimm. Okay. Away we go. Ja, das ist so ein bisschen der. Also, er ist so quasi im Ausgang und so. So, ja, das ist so ein. Ich würde eher sagen, das ist so ein Büro- oder Bankangestellter und so, dass ich da ein bisschen so. Ein bisschen Freizeitkleidung angezogen hat, um da einen drauf zu machen, da im Ten Green Bottles. Ten Green Bottles, da gibt es einen Billardtisch, da kann man Billard spielen, das weiß ich noch. Hab da, ja, starke Erinnerungen dran. Ja, da wird er sich wahrscheinlich irgendwie ein Bier trinken und so. Bisschen chillen. Vielleicht hat er auch die Hoffnung, dort die Dame seines Lebens kennenzulernen. Man weiß es nicht. Und ich glaube, ich bin schon, glaube so, also jetzt lange, wirklich lange, lange ohne Pay and Spray gefahren. Und das ist aber wirklich gut so. Und hier kann ich wieder abkürzen. Jetzt machen wir wieder die Abkürzung, die ihr ja schon kennt. Eben erstens hier durch und dann zweitens dort. Hier muss man eben einfach aufpassen, dass man nicht links runterfällt. Eben ein bisschen langsam rein, genau so. Und dann hier über die Brücke, genau. Kommt hier die Pizzabude und dann wieder links und hier kann man nochmals abkürzen und dann ist eigentlich die, nein, ist nicht die Straße, wo Denise wohnt, sondern hier die Straße, wo wir wohnen, die Grove Street eigentlich. Ja, und übrigens, das habe ich schon gesagt, eben Grove heißt ja Heim. Hat nichts mit Grove zu tun. Ich dachte immer, es ist Grove Street, aber nein, Grove Street. Oder wieder zum Flughafen, ne? Nein, zum Krankenhaus. Ja, der zum Krankenhaus, der hat da irgendwie chronisch Bauchschmerzen und so und Übelkeit und ja, der denkt sich, es ist besser, wenn jetzt mal ins Krankenhaus schaut, weil es könnte ja eine Blinddarmentzündung sein. Und da darf man nicht warten, da muss man umgehend operieren, weil ja, das kann sonst sehr, sehr böse enden. So, da müsste ich eigentlich fast schon den Nitro aktivieren, aber wir sind ja eh gleich schon da. Zum Glück wohnt der sehr nahe am Krankenhaus. So. Im Krankenhausdach übrigens das Scharfschützengewehr. 40 Serienbonus und damit beende ich auch diese vierte Staffel und ja, würde mich freuen, wenn ich euch in der fünften und letzten Staffel wiedersehe. Bis dann und tschüss.